wie das mit dem Kirchenraum und mir ist für mich eine ganz besondere Geschichte. Und ich denke, jeder empfindet die Weite hier, die im Raum ist, ganz besonders, jeder anders. Noch lauter. Also jeder empfindet ja bestimmt die Weite hier im Kirchenraum. Das ist, finde ich, unausweichlich. Und was mich neben allem anderen immer wieder so anzieht oder was mir so gefallen hat, ist dieses Wort schön. Weil es so allein dasteht und so einen schönen Impuls gibt. Denn es gibt so viele schöne Worte auch. Wie zum Beispiel auch Glanz, finde ich auch sehr schönes Wort. Und zum Wort schön denke ich mir, es gibt Dinge, die sind offensichtlich schön. Eine Rose, eine Lilie, eine Blume, eine Harmonie, der goldene Schnitt. Im Wort schön kann man aber auch tiefer hinein sich fühlen, im goldenen Schnitt oder in der Harmonie. Auch im menschlichen Körper gibt es Schnittstellen. Es gibt immer etwas, was leicht verschoben ist. Also wir Menschen, das Gesicht ist nie schön in dem Sinn, dass die rechte Seite genau gleich ist wie die linke. Die Lebendigkeit entsteht durch diese leichten Verschiebungen. Und das macht schön. Wäre Ihr Gesicht rechts genauso gemacht wie links, würde etwas fehlen. Und ich übertrage es für mich ins Leben. Wenn ich mir mein Leben schön denke, perfekt denke, fehlt was in meinem Leben. Ich bin hier Mensch auf der Erde, da ist ziemlich viel los. Also ist die Herausforderung für mich, in den Verschiebungen das Schöne zu sehen. Und mich nicht von den Verschiebungen, die offensichtlich hässlich sind, beirren zu lassen und trotzdem das Schöne in den Dingen daran zu glauben, dass das Schöne auch in den Dingen ist, wo es nicht offensichtlich ist. Und dass Gott, der alles erschaffen hat, alles wirklich, was wir überhaupt gar nicht wissen können, dass das die Schönheit Gottes ist und dass sich eben alles fügen wird. Und das ist für mich schön. Danke dir. Hatte in ihrem Beitrag auch geschrieben, was mich ja mal interessieren würde, was ist denn diese, wie hast du es genannt, schwarze Halbplastik? Ich kenne einen Fachmann für die schwarze Halbscheibe, die einem am Eingang erwartet. Ja, das ist die Halbscheibe, die mich am Anfang sehr irritiert hat. Sie ist schwarz, sie hat oben einen gezackten Rand und war mir jetzt als Willkommensgruß zunächst unverständlich, wenn ich in die Kirche gegangen bin. Und ich habe lange darauf rumgekaut, was diese Scheibe mir sagen will. Und es ist so, dass ich irgendwann mal gefragt habe, ja, was fehlt da eigentlich? Und dann ist es nicht nur, dass es das ist, was bei der Scheibe fehlt, sondern was vielleicht bei mir fehlt, wenn ich hier reinkomme. Die Scheibe will mich fragen, wie bin ich hier? Bin ich ganz hier oder nur teilweise? Und diese Scheibe übt auf mich diese Magik aus, dass ich immer wieder sage, okay, du hast recht, ich bin nicht ganz hier. Und dass ich dann frage, woran es liegt. Und die
diese Beziehung zu dieser Scheibe besteht, ja, seit ich dieses so sehe. Und das ist für mich ein sehr wichtiges, ja, immer wieder so ein Besinnen, auch eine Mahnung, immer mal wieder zu fragen, wie bist du hier? Und deshalb ist das für mich ein wichtiger Gegenstand, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und ebenso wichtig ist der Gegenstand, Bernhard. Und ebenso wichtig ist der Gegenstand, der zurzeit fehlt. Die Weise. Ganz. Ja, die weiße Scheibe, die du ansprichst, das ist natürlich schon eine Fehlstelle momentan. Sie ist leider so irreparabel gewesen, dass wir es trotz größter Mühe nicht mehr hingebracht haben und trotz mehrmaliger Überarbeitung, die einigermaßen sicher zu installieren. Und deshalb ist sie nicht mehr vorhanden. Leider, ja. Danke, Bernhard. Ja, in Resonanz gehen, die Dinge sprechen lassen, mich ansprechen lassen. Das bedeutet, die Ebene zu wechseln. Das bedeutet, neue Räume zu betreten, auch eine Unsicherheit zu erlauben. Sigrun. Du lässt die Tischdecke mal zu Wort kommen, ja? Magst du mal zur Tischdecke? Soll ich das Mikrofon halten oder machst du das ganz, du machst das ganz frei? Ich glaube, du kannst es auch frei, oder? Das weiß ich nicht. Ich versuch's. Also, ich möchte sehr gerne die Tischdecke zu Wort kommen lassen. Ich freue mich darauf, weil das war der erste Moment, als ich hierher kam, dass ich immer so bewundernswert dieses bewusste Decken der Tischdecke, dass da Raum für war, dass das nicht was Nebensächliches war, genossen habe. Und dazu möchte ich einige Worte sagen. Ich möchte das Wort jetzt der Tischdecke geben. Stille. Ich werde sanft, würdevoll hineingetragen. Schritt für Schritt. Schritt bewusst sein. Jetzt, jetzt, jetzt. Eine heilige Handlung. Ich bin da, ist da. Sanft werde ich auf den schlichten Tisch gelegt. Achtsam, mit schwingender Gebärde, werden meine Seiten in alle Himmelsrichtungen geöffnet. Es schwingt in mir. Stille. Ich bin hören. Lauschen. Wunderbar.
Fühlt sich gerade so der Raum? Spürt ihr das auch? Wie sich das anreichert? Wie Geist spürbar, fühlbar ist? Geist hat so viele Facetten und ist so wirksam in dieser wundervollen Tischdecke, in der Art, wie sie ausgebreitet wird und so schön, wie die Sigrun es beschrieben und gefühlt hat. Und Geist macht auch keinen Halt, wenn es um technische Dinge geht, wenn es darum geht, gute Voraussetzungen zu schaffen, wenn es darum geht, technische Herausforderungen zu lösen. Wie kann dieser Raum einigermaßen gewärmt werden, ohne dass dabei dann die schöne Farbe Weiß in die Farbe Grau sich verändert? Wie kann die Wärme wenigstens ansatzweise dahin kommen, wo sie gebraucht wird? Gerd, jetzt bist du dran. Unsere Pfarrei hat ja mehrere Alleinstellungsmerkmale. Man sieht es hier in dem wunderschönen gelichteten Raum mit seiner Messe und den vielen Facetten. Es gibt auch viele kleinere Dinge, dass wir zum Beispiel jetzt das freie Mikrofon nutzen können. Die Wärmekisse-Aktion ist 2006 freigeschaltet worden, sozusagen. Und ich habe damals schon ein kleines Gedicht gemacht, das möchte ich Ihnen heute vortragen. Im Sommer, wenn es draußen heiß und schwüle, schätzt man unsere Kirche kühle. Ab Oktober dann bei Gottes Tische herrscht eine herzlich frische, angenehme Frische. Weiter drehen sich die Uhren, im Winter sinken Temperaturen und bleibt die Heizung lange aus, frösteln Mensch und Kirchenmaus. Für Öl und Erdgas ohne Fragen sind stramme Preise zu beklagen. Hohe Heizungskosten drücken, reißen im Finanztopf arge Lücken. Das bisherige Konzept, die Kirche zu heizen, macht Feuer im Ofen, mit Brennstoff nicht geizen, im Flammenraum prasselt's, es fauchelt und pufft, die Euros verbrennen, erhitzen nur Luft. Hinein in die Kirche, in den Raum, in den Großen, wie die teure Heißluft nun einige blosen, wo sie, o Schande, wie die Physik uns klar zeigt, statt unten zu heizen, nach oben schnell steigt. Längs kalten Wänden und Fenstern, bis hoch an die Decken, tut der wärmende Luftstrom sich sehr weit erstrecken. Und ungenutzt, so wie mir deucht, durch manche Ritze, glatt entfleucht. Den Gemeinderäten der Pfarrei war dies jedoch nicht einerlei. So taten sie nach scharfem Denken die Sicht auf Energieverwertung lenken. Es tät viel besser, wenn die Hitze gebündelt wär an einem Sitze und Wärme fließet wohlig schnelle an die betroffene Körperstelle. Und siehe da, der Technik sei Dank, die Lösung liegt im Wärmeschrank. Akkus blau, im Spalier stehen sie, sind aufgetankt mit Energie. Jetzt braucht's noch jemand, der korrekt den Akku in ein Stoffbett steckt. Und fertig ist das Wärmekissen, die Hintern kaum noch frieren müssen. Als Vorratsstapel, warm und locker, aufgeschichtet auf dem Hocker, die Kissen nun bereitet sind, abholbar für Alt und Kind. Wir hoffen, dass die Besucherscharen vom Wärmedienst zufrieden waren, egal welch Wetter, unbenommen auch an kältesten Tagen wiederkommen. Ein Dank gilt allen Initiatoren, den Helfern wie auch den Sponsoren, denn sie allen wollen nutzen, dabei auch Markus unterstützen und ähnlich wie die Fabelelfen der Pfarrei mit ihrem Dienste helfen.
Noch ein kleiner Hinweis. Als das eingeführt wurde 2006, hat die Kommunionhilfegruppe, die Damen und Herren, die im Dienste waren, damals in weißen Handschuhen die blauen Ezetil-Akkus in die Stockbetten gesteckt, die dann mit auf einem Hocker gestapelt waren. Mittlerweile ist es ja so, dass das Stoffbett hier am Sitze integriert ist, der man nur noch die blauen Akkus rumtragen braucht. Ich habe noch ein zweites Gedicht, das werden Sie sicherlich nachlesen können, wenn ein Schriftum veröffentlicht ist. Ich habe es hier, aber okay. Danke, Gerd. Ja, Humor, Geist. So, bitteschön. Wer möchte spontan etwas beitragen, etwas teilen? Schön. Ja, seit knapp 70 Jahren besuche ich jetzt Gottesdienste. Ich habe es ja noch erlebt, dass der Altar oben war in der Apsis, der Pfarrer mit dem Rücken zu uns. Irgendwann hat sich das Ganze gewandelt, der Altar ist nach unten gekommen und der Pfarrer hat uns angeblickt, aber das war alles nie meins. Und ich habe gespürt, ich habe es ja auch hier in Maria Geburt noch erlebt, hier der Altar, und als er in die Mitte kam, dann bin ich angekommen im Gottesdienst. Erst dann bin ich angekommen. Und für mich ist es was ganz Besonderes, sonntags auch die Tischdecke auflegen zu dürfen. Es berührt mich sehr, was du gesagt hast. Danke. Das empfinde ich auch so. Aber ich habe noch so ein Empfinden. Ich sitze hier und kann jedem ins Gesicht gucken. Es ist schön, es ist ein schöner Kreis. Der Tisch ist gedeckt und wir sitzen drumherum. Und manchmal spüre ich so, bist du in deiner Mitte? Der Altar steht in der Mitte, bin auch ich zentriert in meiner Mitte. Das erinnert mich dann wieder und das nehme ich auch mit heim. Und kann dann während der Woche oder überprüfe mich während der Woche. Also ich lasse mich hier sehr berühren. Und dafür bin ich sehr dankbar.